Aufgrund von genug Zeit gibt's Golem jetzt direkt hinten dran. Ja, nur schnell mal die Wiimote wieder ranmachen an den Arm. Ich habe gerade eine Pause gemacht. Ja, weiter geht's. Im Geschichte-Modus. Klingt auch bescheuert, ich weiß, aber ich kann es mal nicht ändern. Ja, ich bin mir mit Golem durch. Ich weiß, hier gibt's riesige Lücken, die wir mit Maria zum Beispiel füllen könnten, weil dann hier zwei, glaube ich, noch kommen und dann hier einer und ach. Naja, fangen wir mal einfach an. Golem. Ja. Golem, eine lebende Puppe mit einem Geist aus schwarzer Magie, wurde erbaut, um seinem Meister zu dienen. Seinem Meister. Der hat eine andere Melodie. Sein einziger Zweck war die Bewachung der lang vergessenen Ruinen gegen Eindringlinge. Der lange vergessenen. Sorry. Als er aber in den Zeitriss gesogen wurde, entstand eine Seele in seinem künstlichen Geist.時間通りです。時の狭間にようこそ。俺、なぜここいる?ここで己に目覚めたんです。今あなたは知りたいことがあるはず。俺、生きてる。知りたい。私の名はアイオン。最初の試練を始めましょう。 Die hat aber auch so eine andere Melodie, wie ich gerade höre. Egal. Wow, das ist so langsam. Aber egal. Aion ist Vergangenheit jetzt hier. So schnell geht das alles hier. Ja, irgendwie ist Golem nicht wirklich böse, wie es aussieht. Ich hoffe, wir haben noch auf Castlevania Judgment 2. Grand schon wieder? Nicht wirklich, oder? Verdammt. Hört man nämlich an der Melodie. Na, also Grant ist so gut wie besiegt, schon mal. Er kann ja noch so schnell sein, ich glaube, dass dagegen kann er nicht mehr viel tun. Ah, jetzt weiß ich nicht wieder, wie man hochspringen kann. Ja, eigentlich war Golem, soweit ich weiß, auch immer nur ein Endgegner in den ganzen Spielen, aber mit Castlevania kenne ich mich noch nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ein bisschen, aber nicht so gut. Chanoa. Schon wieder? Ready? Ich freue mich auf jeden Fall schon, sie freizuschalten, ehrlich gesagt. Wow, Spezialattacke weg und ich hab verloren, schon so gut wie. Kleiner
Das ist eine Sache, die habe ich, da habe ich euch schon vorgewarnt, dass mit Golem härter wird als mit anderen. Weil er ist einfach nur langsam, der kann nichts, der ist langsam. Und teilweise denke ich mir auch so, ist der vielleicht einfach nur so reingesetzt, damit man die Kämpferzahl vollkriegt oder so. Ich könnte mir auf jeden Fall mal gut vorstellen, ehrlich gesagt. Na, also wenigstens hat dieses Mal die Spezialattacke geklappt und ich brauche nur noch einmal schlagen hinterher, circa ein, zwei Mal mehr nicht. Wodurch es mir einfach irgendwie möglich sein muss, sie zu besiegen. Irgendwie, ich weiß auch nicht wie, keine Ahnung. Geschafft. Ja, nach einem Kampf kann man nichts mehr aufsammeln an Gegenständen, aber okay, so, so ist das nun mal bei diesem Spiel hier. この姿は太古の呪いによるもの。呪い。呪い。人狼神する。俺、人をなれる。そんなものは聞いたことがない。ずるい。隠す。良くない。呪い。いい。教えろ。何がいいだ。ふざけろ。 Oh Mann, die beiden reden nur aneinander vorbei. Ja, den muss man zu Boden reißen und ihn dann am besten anschießen. Die einzige Möglichkeit, halbwegs eine Chance zu haben gegen ihn, ist nun wirklich hier mit dem Laser. In der Spezialattacke. Cool, ich habe einmal ausnahmsweise A gedrückt und ihn damit dann besiegt. Dadurch konnte ich diese Attacke einsetzen, die man mit Herzen einsetzen kann. Hey, da sammle ich mit Golem nicht viele Herzen. Wie auch. Mit kommen die Chancen, kommen die Zeit. Maria. Ready. Fight! Ja, ich habe jetzt auch schon mal eine Urheberrechtswarnung bekommen, aber auch nur auf Castlevania Judgment Part 3, auf die anderen komischerweise nicht. Hat mich ja selber wundert, ehrlich gesagt irgendwo, aber okay, kann man nichts machen, denke ich mir mal. Der Kampf ist eh schon beendet wieder hier und der kann das ja mal einfach nur ansagen. Mit der Urheberrechtsverletzung. K.O. Geil. Ja, aber wie schon gesagt, also wundert mich alles ein bisschen. Dass man nur auf einen einzigen Part mal sowas bekommt. Und dann auch noch mittendrin, weil bei Mario war es ja der erste Part. Bei Castlevania ist es nun der dritte, also. Mal ehrlich, solange die Videos sehbar bleiben, also sofern sie öffentlich bleiben und hier nicht gelöscht werden, ist das okay. Hey!
Gut geschafft, auch nicht schlecht. Kommen noch ein paar Kämpfe, wie ihr wisst, und dann ist die Sache ja auch schon wieder vom Tisch. Also so schlecht lief es gar nicht, wie ich es mir vorgestellt hätte, ehrlich gesagt. Hätte damit weitaus weniger gerechnet, aber okay. あなた、俺作った人なれるって言った。バカね。作られた魂が人になれるわけないじゃない。でも、ママ、人なれる言ってくれた。ああ、うるさい。永遠に黙らせてあげるわ。 Hat er etwa weniger Kämpfe? Wie sahst du aus? Keine Ahnung. Ja, eigentlich... Es wundert mich, dass er nicht Kassan sagt, ehrlich gesagt, wie es ja eigentlich üblich ist. In Japan. Aber okay. Bloody Tears, das Stück von Camilla, falls ich schon mal gesagt habe, tut's mir leid. Ich kann es nicht oft genug sagen. Als eines der geilsten Stücke, die es gibt aus Castlevania. Fand ihr auch in dem Spiel Vampire's Dawn Verwendung. Sorry, dass ich das mal wieder so off-topic jetzt anspreche einfach, aber ja. Ich persönlich fand es mal ganz passend zu diesem Song, das mal gesagt zu haben, alles. Sieht fast aus, als wäre es das gewesen schon. Als wenn er nur 7 Kämpfe hätte, soll mir auch recht sein. Ach nö, da kommt ja noch mehr. Ach, schon mit dieser kleine Erik. Nee. Cypher. Okay. Dann ist Erik sein Endgegner am Ende. Nein, verschwendet. Egal, da muss ich versuchen, ohne zu gewinnen, was zwar unmöglich sein dürfte in diesem Spiel jetzt, aber egal. Weil mit diesem Typ hier. Nein! Ich hatte sie fast! Was soll das? War unfair! Ah, ist das unfair gewesen jetzt, ehrlich. Egal, diesmal besiege ich sie. Irgendwie. Ja, ich bin mitten perfekt. Mit diesem blöden Golem aber auch kein Wunder, der kann einfach nichts. Ich persönlich bin mit dem absolut unzufrieden. Sorry, aber eigentlich wäre echt so, hätte man auch einen schöneren Charakter reinmachen können. Also einen besseren ins Spiel. In dem wenigstens auch was taugt und nicht so wie der Golem hier, der gar nichts kann.
Na also, wenigstens habe ich sie getroffen. Gut, ich habe jetzt auch schon die halbe Energie verloren. Aber auch egal, kann ja eh nicht ändern. Verloren. Ey, was soll das? Wieso braucht er so lange, um seine Spezialattacke einzusetzen? Was soll der Mist? Bei anderen wäre die jetzt schon eingesetzt gewesen. Nur deswegen habe ich gerade verloren. Diese Lahmente sich so langsam runterbückt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht oft genug sagen, ich kann Golem nicht sonderlich als Kämpfer leiden. Ehrlich. Und da ich mit dem Typen nochmal durchspielen muss, wird mir der ganze Spaß dort schon alleine, mit der ganze Spaß an dieser Sache schon an dieser Stelle auch automatisch vergehen. Das mit dazu möchte ich mal im Voraus gewarnt haben, auf jeden Fall. Ja, er kann so nicht schießen, er kann so nicht schießen. Was ist das denn für einer? Wow, ich hätte noch über die Zeit bringen müssen. Mit so einem riesen Idioten wie Golem ist es einfach unmöglich, das über die Zeit zu bringen, sorry. Und das ist einfach einer der schlechtesten Kämpfer von allen, muss man ja mal sagen. Zumindest für mich persönlich jetzt. Natürlich wird er auch irgendwo seine Fanbase haben, nehme ich mal an, aber ich gehöre definitiv mal nicht dazu. Zumindest nicht kampftechnisch. Immer wieder die Spezialattacke verschwendet. Prima. Was soll denn der Scheiß? Ich komme ja gar nicht mehr zum Schlag. Egal. Ich habe gesagt, es wird einer der längsten Parts. Und ja. Was sei denn die Kämpfer, die noch kommen, mit denen bin ich noch schlechter als mit ihm. Was aber schon fast unvorstellbar ist, ehrlich gesagt. Ach so, man hat so viele Möglichkeiten, den Chat von Golem abzuwehren, ja? Hoffen wir mal, dass es mal wenigstens so klappt, wie ich es mir gerade alles vorstelle. Yes, take, take.
許されない。 Na endlich! Eigentlich wollte ich das Ganze jetzt auch nur noch über die Zeit bringen, aber okay. Geschafft. Wie schon gesagt, also Golem liegt mir echt absolut gar nicht. Ist definitiv mal nicht mein Kämpfer, aber egal. Muss ja auch geben, sowas. Nein, nicht Simon Belmont. Na prima! Einen leichten und schwierigeren hatte er wohl nicht mehr für mich im vorletzten Kampf. Wieso sieht es schon kommen, dass der Sensenmann der letzte Gegner von allen sein dürfte? Ach so, macht er diese dumme Attacke. Nur leider verfehlt er mit dem Mist die ganze Zeit. Was ist das für einer? Mal ganz ehrlich, statt diesen Charakter hier hätten sie lieber von mir aus die Tsukubus oder so nehmen können, aber bitte nicht Golem. Ich meine, tut mir leid, der taugt nichts. Hat er doch Attacken, bei denen man ihn nicht aufhalten kann. Idiot, bleibt genau vor mir stehen, der Gute. Also. Egal. Hauptsache, es ist jetzt sein Untergang. Dieser dumme Durchgang hier ist bald beendet. Ich habe bald meine Ruhe vor Golem. Nämlich jetzt die Hauptsache, also. Oh, na endlich.自我が目覚めておるのか。何をもって人とする。本物、偽物、何違う。俺知りたい。自分自身を考えること。それは人である魂の本質。俺考える本物証拠。しかしながら。 我らによって作られし魂、己の考えなど必要なし。レディー、ファイト！地獄の。あは。 Ja, ich finde es schon schlecht, dass man den nicht, dass man den im Englischen gelassen hat, den Namen von dem Typen. Ja, hat mich eh schon wieder besiegt. Eigentlich ist der Tod einer der schlechtesten Kämpfer, also als Gegner zumindest, ist ja nicht gerade toll eigentlich. Aber wenn man Golem ist, der ja wohl noch schlimmer ist als spielbare Figur, also mal ganz ehrlich. Ready.
Nicht umsonst bekommt Golem von mir die Eigenschaft. Einfachster Kämpfer, einfachster Gegner im ganzen Spiel. Das hat sich schon verdient, diese Aussage. Und das hat Golem schon lange getan. Nein! Ja, also zumindest hat dieser Kampf jetzt nicht so lange gedauert, wie ich anfangs angenommen hatte. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt noch mit 2-3 Anläufen mehr gerechnet, um den jetzt zu besiegen. Aber okay, die Geschichte ist beendet. Damit bin ich jetzt auch erstmal für heute das Let's Playen. Kann ich ja morgen noch weitermachen. Jetzt gucken wir mal, wen es noch gibt als Kämpfer. Da bin ich jetzt ehrlich gespannt. Keinen. Okay, also kommt als nächstes ungeplanterweise Maria zum Durchspielen. Und ich möchte mal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss und bis zum nächsten Part von Castlevania Judgment.